und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Alltagstest des Audi Q4 Sportback 40 e-tron, der meiner Meinung nach deutlich schöneren Karosserievariante des Q4, denn den gibt es ja auch als normalen. Was findet ihr schöner? Packt es gerne mal unten in die Videobeschreibung und keine Angst, all diejenigen von euch, die den normalen Q4 schöner finden, der kommt auch bald hierher, da als große motorisierte Allradvariante mit knapp 300 PS, also jetzt schon mal hier ein Abo hinterlassen, um das dann nicht zu verpassen. Außerdem kommen auch Konkurrenten hier auf den Kanal oder Mitbewerber, beispielsweise der Skoda Enyaq, aber auch der ID.4 in der GTX-Variante, also auch der großen Motorisierung. All das werdet ihr hier auf dem Kanal sehen. Wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt, werdet ihr das dann nicht verpassen. Wir schauen uns jetzt aber mal den Q4 Sportback an. Ich finde ihn richtig, richtig schön, vor allem auch in diesem lila Ton, den wir hier jetzt haben. Und noch ein, zwei Sachen von weg. Zum einen, wir haben ja hier jetzt nicht die große Motorisierung, aber wir haben auch nicht die komplette Ausstattung. Das seht ihr beispielsweise hier in den Scheinwerfern, denn hier haben wir nicht die High-End-Scheinwerfer. Das sind zwar auch Voll-LED-Varianten, aber eben nicht das große Lichtpaket. Ist aber auch mal ganz interessant, euch das hier in diesem Video eben in einer mehr Art und Weise Basisvariante zu zeigen. Und obwohl das Fahrzeug nicht alle Ausstattungsmerkmale hat, beispielsweise auch hier hinten fehlt einfach ein durchgezogenes Leuchtenband und das finde ich sehr schade, denn es ist ja ein wichtiges Designelement, kostet das Fahrzeug, wie es hier steht, über 66.000 Euro und das ist schon wirklich eine ganze Stange Geld. Und dabei könnt ihr dann gerade einmal 7.500 Euro Umweltbonus abziehen, denn das Fahrzeug ist zu teuer, als dass ihr die vollen 9.000 Euro Umweltprämie bekommt. Das Ganze ist ein bisschen schade, denn ja, Audi hätte es ähnlich machen können wie Tesla und diese Motorisierung als Option auf die Basisvariante zu nehmen. Das heißt, das Fahrzeug mit der kleinsten Motorisierung einfach als Standard zu nehmen, das bei der BAFA anzumelden, um dann die Motorisierungen, den 40 e-tron oder auch beispielsweise den 50 e-tron einfach hinaufzusetzen. Haben sie nicht gemacht und deswegen bekommt ihr im Endeffekt vom Start weniger Umweltbonus zurück. Wenn ihr aber noch mehr Geld sparen wollt, dann schaut gerne mal bei InstaDrive vorbei, das verlinken wir euch unterhalb des Videos. Da bekommt ihr, wenn ihr über den Link draufklickt, 5000 Freikilometer. Was ist aber InstaDrive? Das ist eine Easing-Plattform und da könnt ihr beispielsweise den Q4 e-tron easen und das bedeutet, das sind alle Kosten mit dabei. Schaut also unten mal rein, wenn euch das interessiert und vor allem, wenn ihr euch um das Fahrzeug kümmern wollt oder wenn ihr euch dafür interessiert. Wir kümmern uns jetzt mal um das Fahrzeug, das war das richtige Wort und zwar im klassischen Roundup, denn ihr seid hier bei Jonas und ich zeige euch jetzt mal alle Details. Dazu bleiben wir direkt einmal beim Heck. Dieses fällt natürlich deutlich auf. Ich finde die Formsprache echt gut gelungen. Wir haben unten eine sehr große Lippe, die dann noch einmal von einem e-tron-Schriftzug geziert wird. Wie eingangs schon erwähnt, ist das hier leider nur mit zwei LED-Segmenten geziert und hat eben nicht die komplette Funktionalität. Darüber befindet sich dann der Spoiler, der die Heckscheibe zweiteilt. Das ermöglicht zum einen eine bessere Rundumsicht, sieht aber auch einfach cool aus, genauso wie diese ausgestellten Backen. Haben mich persönlich ein Stück weit an den e-tron GT erinnert, auch wenn das hier natürlich kleiner der Fall ist. Und dann haben wir rings um das Fahrzeug kleine Elemente, sei es der 40 e-tron Schriftzug, der gerade erwähnte Schriftzug unten am Schweller oder auch kleine Audi-Details in den Lampen. Mir gefällt es wirklich sehr gut, genauso wie das S-Line-Logo, was natürlich darauf hindeutet, wir haben hier die S-Line-Ausstattung, macht das Fahrzeug insgesamt nochmal einen Ticken sportlicher und dadurch steht es einfach sehr, sehr agil da. Dazu dienen hier in dem Fall gar nicht zu sehr diese kleineren Felgen, ihr könnt bis zu 22 Zoll Felgen hier draufpacken. Aber diese Front hat mir jetzt nach dieser langen Testphase richtig, richtig gut gefallen. Die Scheinwerfer hier in der Standardvariante haben trotzdem kleine nette Details und machen nachts wirklich ein gutes Licht. Wir hatten hier die Variante ohne automatisches Abblenden, aber wenn ihr hier seht, wie diese LED-Parabolspiegel funktionieren, dann ist es wirklich vernünftig und ja, ihr müsst dann eben entsprechend selbst abblenden. Aber gerade auf so Waldstraßen hier im Herbst, denke ich, kann sich das Licht schon wirklich sehen lassen. Weiter an der Front haben wir dann die neuen flachen Audi-Ringe und darunter keine Kamera, denn wir haben hier nur ein rückseitiges Kamerasystem und eben keine 360-Grad-Kamera. Der Grill ist weiter in die Breite gezogen und wird mit einem e-tron-Schriftzug geziert und auch außen gibt es bei Nacht dann nochmal kleine schöne Details, wie hier diesen e-tron-Schriftzug am Boden. Wieder hinten angekommen, reden wir kurz über die Heckscheibe, denn diese ist wirklich zweigeteilt. Das bedeutet, dieser Spoiler, der hier aufgesetzt ist, separiert die Heckscheibe in zwei einzelne Parts und steht förmlich an. Das ist ein Design-Feature, ist beispielsweise beim ID.5 von VW anders. Da ist der freistehend. Das hier ja, bedingt dadurch zwei verschiedene Glasteile. Weiß nicht, ob sie sich da selber so einen Gefallen getan haben, aber wir schauen jetzt mal in den Kofferraum. Denn durch dieses abfallende Heck könnte man ja vermuten, wir haben weniger Kofferraumvolumen. Dem ist natürlich faktisch so, aber inhaltlich habt ihr hier trotzdem
trotzdem genügend Platz. Ihr seht, dass diese Kante hier sehr, sehr weit oben ist und dementsprechend habt ihr hier ein richtig schönes Kofferraumvolumen und ihr bekommt hier viel hinein. Wenn ich jetzt meinen Kamerakoffer hier einmal drehe, dann seht ihr, würde der hier doppelt hineinpassen. Das bedeutet für euch, ihr bekommt hier zwei normale Reisekoffer hinein oder auch genügend Taschen. Außerdem habt ihr einen doppelten Ladeboden. Den könnt ihr zum einen nach unten schieben, dann habt ihr nach unten noch mehr Platz und ihr habt hier praktischerweise in so einer coolen Tasche von Audi, finde ich ganz schick, das Ladekabel. Das hat aber den Grund, dass das Ganze hier hinten drin ist, weil es keinen Frunk gibt. Und das ist schon wieder traurig. Wir schauen jetzt mal gemeinsam vor und sehen uns das an, was da ist statt dem Frunk. Aber das liegt einfach daran, das Fahrzeug basiert hier auf der MEB-Plattform, also Skoda Enyaq, VW ID.4. Und die haben alle keinen Frunk, ja, und leider der Q4 e-tron auch nicht. Eigentlich könnte man ja vermuten, bei dieser hohen Front, und das ist wirklich eine der höchsten, die ihr eben hier bei MEB-Plattform haben könnt, könnte viel Platz drunter sein, ist eigentlich auch, und bis auf die Wärmepumpe wird ja auch kaum genutzt. Leider wird hier eben keine Möglichkeit geschaffen, dass man irgendetwas hineinpackt, sei es auch nur das Ladekabel, das finde ich immer wirklich schade. Denn so ein Ladekabel, so, Vorsicht, das Ladekabel davon reinzupacken, wenn es dreckig ist, wenn ihr hinten den Kofferraum voll habt, finde ich sehr praktisch. Schade, dass da aktuell keiner der VW-Hersteller dran denkt. Vielleicht kommt es in der nächsten Generation, ich kann es nur hoffen. Wir schauen jetzt aber mal in den Innenraum, denn da unterscheidet er sich zu seinen Brüdern von dieser Plattform eben am meisten, denn da ist der typisch Audi. Ja, wir haben im Interieur ein Display und das ist ja auf der MEB-Plattform vielleicht nicht das Typischste und zwar auch ein großes, schönes, wie wir es von Audi gewohnt sind, mit verschiedenen Ansichten. Das Ganze wirkt ein bisschen kleiner, auch dadurch bedingt, dass eben hier sehr, sehr viele Materialien oder Art wulstige, ja, Umbauten hier geschaffen wurden, um dieses Display eben einzufassen. Darüber haben wir dann das einzige Audi-Modell mit einem Augmented Reality Head-Up-Display. Finde ich sehr schön, da profitieren wir von der Plattform. Außerdem sitze ich aktuell auf dem Sportsitz. Der ist Teil der S-Line Interieurausstattung, aber eben nur manuell. Wenn ihr hier noch elektrische haben wollt, kostet das nochmal Aufpreis. Das Einzige, was hier elektrisch ist, ist die Lordose-Verstellung. Ansonsten könnt ihr hier klassisch pumpen. Finde ich ein bisschen schade, denn die S-Line im Interieur kostet schon über 3000 Euro Aufpreis. Dass da der Sitz nicht elektrisch ist, finde ich schade. Was ich aber cool finde, ist, dass der hier aus Kunstleder ist. Das bedeutet, ihr habt hier kein Echtleder verbaut und die Sitzflächen sind aus Dynamica. Das sieht sehr, sehr schön aus, ähnlich wie früher das Alcantara. So ein bisschen schwierig habe ich, oder ein bisschen Problem habe ich mit der Materialanmutung, denn wir haben hier an vielen Stellen einfach harten Plastik. Sei es jetzt hier, wo diese Flaschen cool hineinpassen, was während der Fahrt zugegebenermaßen wirklich praktisch ist. Oder auch hier oben viel Klavierlack, hier nur Kunststoff. Einzige diese Stelle ist hier nochmal mit Kunstleder beledert. Aber insgesamt haben wir an vielen Stellen ja halt nur Kunststoff. Und das ist ein bisschen schade, kennen das aber auch schon bei Audi aktuell zum Beispiel vom A1. Da wurde auch gerade im unteren Bereich mit den Materialien nicht gespart, aber einfach eine Stufe zurückgegangen. Insgesamt fühle ich mich hier im Innenraum wohl. Es ist einfach ein Audi, wie man ihn kennen mag. Im Detail zeige ich euch den jetzt aber trotzdem nochmal. Schon beim ersten Blick von außen fällt auf, hey, wir haben hier einen klassischen Audi und wenn man dann die Tür öffnet, dann erkennt man das auch wirklich im Detail. An manchen Stellen hat sich Audi tatsächlich etwas gewagt. Ob es dann einem gefällt oder nicht, das müsst ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben. Mir persönlich gefällt dieses Lenkrad aber sehr, sehr gut. Oben und unten abgeflacht mit Soft-Touch-Buttons, die aber in sich klicken. Da habe ich ein bisschen mein Problem, denn diese ganze Schaltfläche klickt. Das ist bei VW meiner Meinung nach mit so einem haptischen Feedback besser gelöst, denn da wird eben nicht physisch das Panel geklickt, sondern nur das Ganze simuliert. Gut, Audi hat sich hier für einen anderen Weg entschieden, macht aber nichts, denn das Lenkrad an sich ist wirklich gut gelungen. Die Klimasteuerung kennen wir aus vielen anderen Audi-Modellen und darunter haben wir quasi schwebend die Armatur mit dem Gangwahlhebel und sämtlichen Einstellungen. Darunter habt ihr noch zwei Cupholder, genügend Verstaumöglichkeiten, eine kabellose Ladeschale für euer Smartphone und viele, viele Soft-Touch-Buttons, die sich aber, und das muss man hervorheben, sehr, sehr wertig anfühlen. Wir haben des Weiteren sehr viel Klavierlack verbaut, da bin ich nicht der größte Fan von, gepaart mit diesem grauen, ja, Hochglanzlack vorne in der i-Tafel und dann noch so manchen Stellen, wo einfach meiner Meinung nach zu viele Materialien aufeinandertreffen, da ist schon wirklich viel passiert. Die Sitze sind wirklich, wirklich gut, die gefallen mir sowohl optisch als auch vom Sitzkomfort und auch diese S-Steppung und auch diese Rauten, das sieht schon sehr cool und sportlich aus. Insgesamt kann man sagen, Audi wagt sich ein bisschen was im Innenraum, ohne seine klassischen Werte zu verlieren. Außerdem gibt es hier optional die normale ambiente Beleuchtung. Ihr könnt dann gegen Aufpreis sogar noch eine bunte hinzufügen. Nachts ist das dann ein angenehmes Fahren. Einzig hier diese LED-Lampen hat Audi direkt übernommen, denn die kennen wir schon vom ID.4. Das Platzangebot hier im Fond ist wirklich genial. Obwohl wir so ein abfallendes Dach haben, haben wir hier richtig guten Komfort. Also ich kann mich hier nahezu hinfläzen, wie man ja so schön sagt. Aber auch wenn der Sitz jetzt hier auf einer ganz normalen Einstellung ist, habe ich hier mit den Füßen genug Möglichkeiten,
diese zu verstauen. Außerdem haben wir keinen Kardantunnel. Das bedeutet, ich kann hier einfach meine Füße ebenerdig durchgehen lassen. Und das ist richtig gut und vor allem angenehm zu fahren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man hier insgesamt zu fünft fahren könnte. Also auch wenn ich mich hier in die Mitte setze, sitzt man ja immer ein bisschen höher. Dann ist das insgesamt noch sehr, sehr angenehm. Ich sehe auch hier genügend und man hat genügend Platz zur Seite. Das Einzige, was mir hier hinten nicht so gut gefällt, ist dieser Mitteltunnel hier. Der ist optisch ein bisschen zerstückelt, meiner Meinung nach. Also hier sind zu viele Elemente. Sei es jetzt hier die Klimasteuerung, die Klimaauslässe, dann oben nochmal diese Armlehne für den Vordermann. Das ist mir persönlich ein bisschen zu viel vom Design. Das habe ich damals beim Ersteindruck schon gesagt. Ich weiß nicht, wie man es hätte schöner lösen können, aber so wulstig hier irgendwie fünf Elemente aufeinander zu stellen, finde ich ein bisschen viel. Praktisch sind natürlich hier diese Verstaumöglichkeiten, auch wenn ich die Netze jetzt hier vielleicht nicht die schönste Variante finde. Die Sitze sind von hinten aber sehr angenehm anzusehen, haben einen sehr, sehr sportlichen Look und man hat eine sehr gute Rundumsicht. Also auch als Passagier hier hinten drin sehe ich genügend, habe auch hier nochmal Verstaumöglichkeiten für Flaschen. Nicht ganz so viel Platz wie vorne, aber ich kann hier eine 0,5 Liter Flasche reinpacken und sehe hier alles. Und hier würde ich auf jeden Fall auch längere Strecken mitfahren wollen. Jetzt kommen wir aber mal zum Fahreindruck, denn im Endeffekt wollt ihr dieses Fahrzeug ja bewegen. Aber bevor wir uns da hier um den reinen Fahreindruck vom Fahrwerk und so weiter kümmern, müssen wir natürlich den Prozess noch fortsetzen und uns die Displays anschauen. Denn hier habt ihr zum einen ja das Fahrerinfo-Display, auf das wir noch nicht im Detail eingegangen sind. Das ist Audi-typisch. Ihr habt hier die verschiedenen Menüstrukturen. Ihr könnt eben dann durch die Fahrerassistenzsysteme die ganze Mediensteuerung und so weiter hindurchklicken. Das Ganze jetzt eben wie angekündigt auch durch Wischgesten. Einzig die Telefonsteuerung verstehe ich bei Audi weiterhin nicht, denn wenn ihr CarPlay verwendet, könnt ihr das Telefon nicht über das Fahrerinfodisplay nutzen. Das ist schade und hier ist Nachbesserungspotenzial. Gerade aber die Ansicht der Karte und auch die Verbrauchsstatistiken hier einzustellen, finde ich sehr, sehr cool. Im Mitteldisplay, das aktuell größte Mitteldisplay, was ihr bei Audi überhaupt bekommen könnt, optional an der Stelle, das sei auch gesagt, habt ihr eine richtig schöne Struktur. Mir persönlich reagiert es nur einen Ticken zu langsam, gerade wenn man sich das hier anschaut, das zieht so ein bisschen nach und vielleicht könnte da an der Performance ja geändert werden. Die Rekuperation, das er hier schon einmal genannt, kann nur automatisch oder deaktiviert werden. Darauf kommen wir aber nachher nochmal ein. Das Ganze habt ihr dann in der Menüstruktur, wo ihr auch Drive Select, also die Fahrmode und so weiter einstellen könnt. Wenn ihr dann CarPlay nutzt, funktioniert das Ganze flüssig und auch so ist das Betriebssystem wirklich potent und ich habe im Alltag sehr, sehr oft gar nicht auf Apples eigenes System zurückgreifen müssen, wie das bei vielen anderen Herstellern der Fall ist, sondern ich konnte das einfach nativ nutzen. Dazu gehört auch die gute Rückfahrkamera, die leider nachts ihre Probleme hat, denn wenn ihr das hier seht, dann muss man teilweise richtig bremsen, um überhaupt zu sehen, was das Kamerabild einem gerade vermitteln möchte. Wir fahren hier aber natürlich ein E-Auto und deswegen müssen wir uns um die Routenplanung kümmern. Dazu könnt ihr in diesem Kachelmenü auf Suchen klicken, denn anders kommt ihr über diese Menüansicht leider nicht auf die Karte. Finde ich ein bisschen komisch, wenn ihr in die Karte tippt, dann ändert diese sich nur in der Anzeige. Ja, ihr könnt auch links eine dieser frei konfigurierbaren Kurzflächen nutzen. Das sei an der Stelle nur gesagt. Wir probieren jetzt hier einfach mal eine Routenplanung und dazu können wir dann entweder hier reinklicken während der Fahrt, das Ganze über Swipe-Gesten ändern oder dann eben auch per Sprache oder im Stand über eine normale Querztastatur. Ihr könnt aber auch, wie wir das schon von anderen Modellen gewohnt sind, nach außen zoomen, um dann einen groben Überblick zu bekommen, wie weit ihr aktuell kommt. Und das finde ich schon sehr cool, weil es einfach so ein kleines Indiz gibt. Und gerade wenn man dann auch im Fahrer-Info-Display sieht, oh, diese blaue Linie, die kommt schon ein bisschen näher. Ich müsste vielleicht doch einmal eine Ladestation aufsuchen. Das ist gut gemacht und jetzt suchen wir einfach mal mittels der Spracheingabe ein Ziel. Ich würde vorschlagen, wir fahren einmal zur Elbphilharmonie nach Hamburg. Einfach mal, dass wir eine Strecke haben, die wirklich weit weg ist. Die Suche ist im Übrigen gemeinsam mit Google. Das heißt, die ist auch sehr gut sprachoptimiert und es funktioniert auch Hey Audi. Also ihr könnt im Fahrzeug direkt das Fahrzeug ansprechen, wenn man es dann so formulieren mag. Wenn ihr das Ziel gefunden habt, könnt ihr dann einfach auf Start klicken, um die Routenführung eben starten zu lassen. Dann rechnet das System ein bisschen und wir lassen das jetzt hier bewusst einfach mal in Echtzeit laufen, sodass ihr seht, was ihr zu erwarten habt, wie lange das dauert. Wir haben jetzt hier eine Strecke von 690 Kilometern und ein kleines Ausrufezeichen über der Zielflagge. Leider startet dann das System nicht automatisch den e-tron Routenplaner. Dazu muss man dann noch einmal hier in dieser Übersicht
direkt auf die Karte klicken, beziehungsweise auf diese Kachel, wo eben die Kilometer angezeigt werden, und dann kann man den e-tron Routenplaner aktivieren. Denn mit minus 182% in Hamburg anzukommen, wäre wahrscheinlich einfach schon rechnerisch nicht möglich, und ihr seht ja auch hier diesen blauen Bereich, wie weit wir überhaupt kommen. Das Ganze lädt dann, ermittelt die Route und sucht euch eben entsprechende Ladestationen, und auch hier ist Audi meiner Meinung nach aktuell VW einen Schritt voraus, denn ihr bekommt diese Ladestationen prozentgenau und auch mit ja attraktiven Ladezeiten und nicht Ladezeiten, die einfach nur an die gesamtmaximale Batterieleistung angepasst sind. Also ihr steht hier nicht eine Stunde bei Ionity, sondern ihr bekommt wirklich realistische Zeiten, um dann weiterfahren zu können. So müsst ihr hier jetzt beispielsweise das eine Mal mit 15% ankommen und dann 37 Minuten laden oder an Ionity in Nempels eben 33% ankommen und 45 Minuten laden. Und das gibt einem im Alltag dann wirklich einen guten Überblick. Man weiß, mit wie viel Prozent man wo ankommt, und vor allem man weiß auch, mit wie viel Prozent man dann am richtigen Ziel tatsächlich ankommt. Und das hilft einem ja wirklich, denn so bekommt man einen besseren Überblick und kann gut navigieren. Spätestens wenn man losfährt, merkt man, dass man hier drin in einem Audi sitzt. Und ja, da merkt man dann auch den Unterschied zum VW ID.4, denn ich finde, das Fahrwerk ist eine ganze Klasse höher. Das Fahrwerk liegt satt auf der Straße und hat dementsprechend auch sämtliche Eigenschaften, die ihr erwartet. Es federt alles weg, ihr habt nie das Gefühl, unsicher zu fahren. Ein paar kleine Abstimmungsprobleme, wenn ich so nennen möchte, gibt es dadurch, dass ihr natürlich vorne keine angetriebene Achse habt. Dadurch lenkt sich sehr, sehr leicht, und dann schiebt das Heck natürlich, weil hinten diese 204 PS anliegen. Es macht aber extrem viel Freude, mit diesem Fahrzeug hier unterwegs zu sein, und es unterstreicht so ein Stück weit einfach so diese eine Klasse über dem ID.4. So würde ich das Ganze hinstellen, denn irgendwo müssen sich die Fahrzeuge ja dann doch deutlich unterscheiden, denn mehr kostet er ja nun schließlich. Das Fahrzeug macht Spaß. Was aber noch mehr Spaß macht, meiner Meinung nach, ist das Augmented Reality Head-Up Display. Das kann euch richtig, richtig gut die Fahrerassistenzsysteme rüberbringen. Und ich finde es immer persönlich sehr, sehr wichtig, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was das Fahrzeug gerade sieht. Und wenn uns das natürlich dann augmented irgendwo in unsere wirkliche Realität hineingesetzt wird, dann hat man so ein besseres Gefühl dafür, fühlt sich sicherer im Fahrzeug, und das macht der Audi nahezu perfekt. Das Head-Up-Display schauen wir uns jetzt aber natürlich noch einmal im Detail an, und sei es nur die Abstandsänderung des ACC. Ich finde, das ist optisch sehr, sehr gut aufbereitet, und man bekommt einfach ein Gefühl dafür, was das Fahrzeug tatsächlich sieht. Und das hilft ja oft, diese Assistenzsysteme eben zu verstehen und sich auch ein Stück weit dahin hinein zu versetzen. Außerdem bekommt ihr beispielsweise auch eine Spurverlassungswarnung, denn hier ist nicht der aktive Spurhalteassistent, sondern nur die Warnung. Ihr bekommt dann aber auch eure Navigationsinformationen, und ich finde gerade diese Kreisverkehr-Animation sehr, sehr hilfreich. Wenn ihr schon mal in einen Kreisverkehr gefahren seid mit zu vielen Ausfahrten, dann hilft es oft wirklich, eine ungefähre Richtung zu bekommen, statt nur die Anzahl der tatsächlichen Abfahrten. Und auch danach bewegt sich der Pfeil noch einmal. An ein, zwei Stellen fand ich ihn ein bisschen schwierig zu interpretieren. In den meisten Fällen funktioniert es aber gut. Wenn ihr dann die Spur verlasst, bekommt ihr rot direkt die Linie angezeigt. Und jetzt nehmen wir direkt einmal diese Möglichkeit und kümmern uns um die vorhin angesprochene Rekuperation. Denn wenn ihr im D-Modus seid, habt ihr dank der Schaltpedals die Möglichkeit, zwischen drei verschiedenen Rekuperationsstufen zu wählen. Hierbei sei aber gesagt, dass diese sich sofort nach Gaspedalbetätigung wieder auslösen und erst dann wieder hineingehen, wenn ihr sie tatsächlich manuell wieder setzt oder ihr im B-Modus fahrt. Denn das ist der dauerhaft rekuperierende Modus, und den wählt ihr über den Schalthebel. Das sind noch einige Möglichkeiten, die ihr nutzt, zusätzlich zur Automatik. Denn wenn ihr hier unten seht, ihr sollt euren Fuß vom Pedal nehmen, und das macht Audi nicht nur mit so einer Animation, euch zu zeigen, hey, es kommt gleich ein Hindernis, eine Kurve oder ihr fahrt zu nah an den Vordermann. Nein, das Ganze wird auch über die Rekuperation gelöst. Und das ist wirklich praktisch, denn ihr habt im Alltag eine nahezu dauerhafte ACC-Aktivierung, einfach nur über die Rekuperation, und das ist ein wirklich angenehmes Fahren. Und natürlich müssen wir jetzt auch noch über die Reichweiten reden. Und da würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen, als dass ihr im Alltag 300 bis 350 Kilometer entspannt kommt. Das heißt im städtischen Verkehr oder auch mal auf Landstraßen. Sobald es dann in Richtung Autobahn geht, kommt ihr ungefähr 250 bis 300 Kilometer weit. Das ganz nach Fahrverhalten. Bei ungefähr Tempo 130 schafft ihr die 250 Kilometer aber entspannt. Das schon mal so als kleiner Ausblick auch auf den Langstreckentest, der ja dann separiert noch einmal kommen wird. Der Ladepart hier im Alltagstest wird ein bisschen kürzer, denn es gibt ja noch einen dedizierten Langstreckentest, wo wir mit dem Q4 e-tron eben nur auf Langstrecke gehen, um euch da zu berichten. Ich sage euch jetzt hier, dass wir nach 37 Minuten
Minuten auf 80% waren und wir haben das Fahrzeug, wie man es ja so macht, mit 20% angesteckt. Das heißt, für diese 60% haben wir jetzt hier an dieser Stelle 37 Minuten benötigt und das ist für mein Dafürhalten ein Ticken zu viel, denn alles, was um die 30 Minuten herum ist, ist okay. Das hier geht jetzt schon fast in Richtung 40 Minuten. Wir werden das Ganze, wie gesagt, nochmal testen, dann eben im Langstreckentest und da auch nicht hier diese Ladeaufnahme nehmen, sondern nochmal eine eigene. Vielleicht wird es da besser. Wir hatten das Fahrzeug aber hierher navigieren lassen, also es müsste vorkonditioniert gewesen sein und ich bin auch davor 70 Kilometer Auto gefahren, also es ist nicht so, dass wir jetzt kalt hierher gefahren sind. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen an dieser Stelle. Abonniert ihr unbedingt hier den Kanal, um dann eben den Langstreckentest nicht zu verpassen und wenn er schon online ist, verlinke ich euch mal da oben. Natürlich ladet ihr den Q4 e-tron nicht nur an einem Schnelllader, sondern auch hier beispielsweise innerstädtisch an so einer Ladesäule oder bei euch zu Hause an der Wallbox. Und da ist das Fahrzeug dank einer 3-Phasen 11 kW Ladetechnik in knapp 7 Stunden wieder voll. Im Alltag ist es aber nicht so. Also ihr fahrt nicht mit 0% hierher und ladet auf 100% hoch. Nein, ihr kommt beispielsweise mit 30% an und ladet wieder auf 80%. Und das Ganze schafft ihr dann in 3 bis 4 Stunden. Und das ist okay, denn da könnt ihr entspannt einen Kaffee trinken, hier einen Stadtbummel machen oder euren Einkauf oder ganz normal im Alltag bei eurem Arbeitgeber das Auto wieder vollladen. Und wenn ihr einen Spot habt, wo ihr das Fahrzeug vollladen könnt, sei es zu Hause, beim Einkaufen oder in der Arbeit, dann ist ein E-Auto eigentlich für die meisten von euch gar kein Problem mehr. Nach 2 Wochen mit dem Q4 e-tron kann ich ein ähnliches Fazit ziehen wie damals mit dem ID.4. Jetzt denkt ihr euch, hey, aber du hast doch gesagt, in verschiedenen Punkten findest du ihn deutlich besser und das stimmt auch, aber im Endeffekt fährt man das Fahrzeug halt viel. Und gerade da finde ich aktuell diese 204 PS ein bisschen zu wenig. Ich freue mich extrem auf das Fahrzeug mit 299 PS und bin dann gespannt, was die Reichweite da an Abstriche machen muss, um eben dann diese Leistung zur Verfügung zu stellen. Insgesamt kann man aber sagen, man merkt doch an vielen Stellen, dass das Fahrzeug einfach höher positioniert ist als der eigene Bruder aus dem VW-Konzern. Jetzt hier bei der Sportback-Variante natürlich der ID.5, den wir euch im Übrigen letztens erst gezeigt haben in der Weltpremiere. Schaut gerne mal da oben vorbei, da bekommt ihr alle Infos zum ID.5. und auch zum ID.5 GTX. Insgesamt macht das Fahrzeug Spaß. Ich habe mich auch, muss man so sagen, an die Front gewöhnt. Am Anfang hatte ich ein bisschen mein Problem damit. Mittlerweile finde ich diese Audi-DNA und auch die gesamte Gesichtssprache sehr, sehr schön. Einziges Problem daran ist halt diese sehr kantig abfallende Front, die der Aerodynamik vielleicht nicht zu gut tut. Es ist aber ein sehr, sehr cooles Fahrzeug und ich denke, dass gerade Audi-Liebhaber damit sehr, sehr gut getroffen werden. Und er zieht auf jeden Fall Blicke an sich, auch jetzt hier heute in Stuttgart. Das ist wieder aufgefallen, richtig, richtig viele Leute drehen sich um, weil es einfach ja dieses gewöhnliche Audi-Gesicht ist und dann doch etwas anders. Ich hoffe, wir konnten euch wie immer einen guten Eindruck geben. Bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren zum Fahrzeug und vor allem auch zu dieser klaren Positionierung über den VW-eigenen Modellen. Findet ihr den Preis gerechtfertigt? Findet ihr gewisse Ausstattungslinien okay? Gerade jetzt die Scheinwerfer? Schreibt das in die Kommentare und dann sehen wir uns schon bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao!